Meine lieben Turnkinder, nachdem wir uns im Moment ja leider nicht im Turnsaal treffen können, sondern alle zu Hause bleiben, habe ich mir gedacht, ich zeige euch ein paar Übungen, die ihr zu Hause auch gut machen könnt. Ich habe euch hier Kreise aufgemalt auf einem Blatt Papier und da könnt ihr verschiedene Übungen machen. Mein Sohn zeigt euch das jetzt. Ich sage, rechte Hand auf Gelb, linke Hand auf Grün, linker Fuß auf Blau, linke Hand auf Rot, jetzt mal die Nasenspitze auf Gelb und jetzt einmal den Ellbogen auf Grün oder ein Knie auf Rot. Sehr gut gemacht. Das könnt ihr natürlich viel, viel länger machen als wir. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Übungen mit dem Seil. Christopher zeigt euch jetzt, wie ihr auf dem Seil balancieren könnt. Er balanciert vorwärts. Sehr gut, und wenn er am Ende angekommen ist, könnt ihr rückwärts balancieren. Super, machst du das sehr gut. Ich zeige euch jetzt, wie man hin und her springt. Ihr könnt euch hinstellen auf einer Seite vom Seil und ihr springt auf die andere Seite, ohne auf das Seil zu springen. Und das Ganze rückwärts. Christopher zeigt euch jetzt auf allen Vieren, solltet ihr das Seil immer zwischen euren Händen und euren Beinen haben. Und das Ganze geht auch gut rückwärts. Sehr gut. Jetzt wollen wir springen. Und zwar so, dass wir das Seil immer zwischen unseren Füßen haben. Wir springen vorwärts. Und wir springen rückwärts. Abschluss, wenn ihr schon ganz, ganz müde seid, dürft ihr euch auf den Bauch hinlegen. Mama oder Papa, massieren euch den Rücken mit einem Ball. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal zeigen wir euch andere Übungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.